Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem etwas anderen Video. Wir sind draußen, weil ich habe was. Ja, und zwar wurde mir das gesponsert für dieses Video. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, ein Kinderfahrrad von Dino, 16 Zoll. Mit Korb vorne drin und hinten halt so ein Gepäckträger und so. Und für die kleine Maus. Das wollen wir jetzt aufbauen. Und ich habe gedacht, da könnte Unboxing ist blöd, weil der Karton ziemlich groß ist und oben und so. Deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt Unboxing, aufbauen, alles in eben. Die Kinder sind oben mit unten, also kann sein, dass auch ab und zu ein Kind hier da vor der Kamera kommt. Josie macht gleich die Kamera nach unten. Nicht wundern, ich sehe ein bisschen komisch aus. Ich habe mein T-Shirt extra in die Hose gesteckt, damit nichts rausguckt oder hochrutscht oder so. Brauche ich dann nicht im Video nicht verpixeln. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Josie, die Kamera musst du erstmal locker schrauben. Schrauben. Ja, und noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Neun Stück. Neun Stück, neun Stück, ein bisschen höher, ja, super. So, hier kann ich euch auch noch mal ranzoomen. Hier seht ihr das Fahrrad auch komplett drauf. Mal ein bisschen höher machen, so, mit Einhörnern, Kettenschutz, Stützräder, die wir wahrscheinlich ablassen werden, ein Korb vorne und hinten ein Wagen für die Puppe. Was ganz wichtig ist. So, zoomen euch mal wieder raus. Und dann werden wir jetzt mal anfangen aufzubauen. Gib mir mal aus hier eine Zange raus, die Spitzzange. Oder gib mir das Werkzeug rüber, dann hole ich sie mir selber raus. Ich weiß auch nicht, ob das ganze Werkzeug mit bei ist. Ich habe extra jetzt mein Werkzeug mitgenommen und wir müssen das, wir können das hier auch nicht liegen lassen. Das ist die Wiese vom Haus. Sonst kriegt man Nachbarn hier ihn auf den Deckel, wenn ich die Klammern hier liegen lasse. Jojo, das geht schon. Ja, mach das. Entschuldigung, das war ein kleiner Schluck auf. So, die, damit sie wirklich nicht wegkommen, mache ich in meine Tasche. So, okay. Wir haben einen Korb. Einen rosanen Korb für die Puppe, der noch nicht beklebt ist. Ich denke mal, den müssen wir dann bekleben. Ach, so rum kommt der. So rum, Entschuldigung. So rum kommt der Korb. Einen kleinen Korb für vorne. Dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt hier am besten rausholen. Ach so, das ist jetzt so. Das ist denn der Sattel natürlich. Wa? Dann haben wir das Vorderrad mit Bautenzug, Lenkrad, alles zusammen schon. Dann müssen wir das dann komplett rausholen. Also ist schon alles komplett zusammengebaut, also größtenteils. So. Ach, hier sind die Aufkleber. Ja, eine wirkliche Anleitung ist nicht mit bei, ist ja selbsterklärend eigentlich. Und dann können wir den Karton schon wegpacken. Oh Gott. Ja.
Ich bin nur am Überlegen, ob wir mit Stützrädern aufbauen oder ohne. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ach, hier ist doch eine Anleitung drin, ne? So. Oh, so ja, mit Einzelteilen. Einzelheiten. Ach, da gibt es sogar ein Modell mit Wasserflasche für, halt, Wasserflaschenhalter für hinten oder vorne. So, wir sollen jetzt erstmal die verbinden miteinander. Na klar, dass da erstmal Halt drauf kommt. So. Rechts. Rechts. Okay. Uah, ich weiß gar nicht, wo die alle... Ist dafür eine Anleitung für die Aufkleber irgendwie? Ach, hier. Haben wir hier eine 44 mit bei? Nee, 1, 2, 3. Achso, 1, Left SX, Right DX. Ja, da muss mir Josie helfen beim Übersetzen. Das machen wir denn so. So, dann haben wir hier nochmal die Pedalen. Hier haben wir ein Stützrad. Hier haben wir das andere Stützrad. Hier haben wir ein Band. Achso, das ist das Band für den Wagen, also für den Korb, damit die Puppe nicht rausfällt. Ich hoffe, man sieht auch alles richtig, ey. Und hier haben wir dann die Schellen, 1, 2 an der Zahl und noch eine Schraube mit Mutter. 4 Stück, also die sind, denke ich mal, für, oh, wie soll ich denn das da rankriegen? Na, da bin ich mal gespannt. So, dann machen wir erstmal vorne zusammen. Also da ist es natürlich besser, wenn ihr sowas macht, wenn ihr zu zweit seid. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie rum. So rum. Lirum, Larum, Löffelstiel. So. Also das war hier eigentlich das graue auch, das war das... Ah ja, jetzt haben wir es. Jetzt ist es richtig drauf. Das sollten wir nachträglich drauf machen. Jetzt, das war jetzt schon mit bei. Hoppala, Entschuldigung. Jetzt rutscht mir das hier schon wieder raus. Also mit zwei Händen macht sich das definitiv besser. Ne? So rum. Hoppala. Das macht sich... So, der Bautenzug muss nämlich dahinter. Und dann mit einer Hand die hier beiseite machen. Mit der anderen Hand das Fahrrad halten. Ist ein bisschen doof. So, aber jetzt haben wir es. So, weil der muss nämlich hier hinter, der Bautenzug, also vor dem Lenkrad, wir wollen es ja nicht hier haben. So, und dann brauchen wir natürlich eine von diesen Klemmen. Die müssen wir natürlich vorher rauf machen. Hoppala, nicht wegflutschen. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Steht da.
Hino. Steht das gleiche drauf. Aber das ist halt, ja, das ist für hier hinten, weil es dicker ist. Und das ist hier für hier vorne, weil es dünner ist. Und dann kommt die nach vorne mit der Schraube, so. Und dann gerade machen. So. Und dann einmal festdrehen. Aber ich habe dafür mein Werkzeug mitgenommen. Nee, das ist verkehrt rum. Das fühle ich jetzt gerade nicht so. Das fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen doof an hier. Warte mal. So. So rum, denke ich, ist es eher. Die machen wir dann nach vorne. So. Genau. Doch, so sieht es eher nach was aus. So, und jetzt gerade. Und dann, was haben wir denn hier? Das ist ein 10er, würde ich jetzt im ersten Moment sagen. Aha, doch kein 10er. Ich habe auch nicht alle Größen. Das sind 13er. Na, 13er passt. Sieht auch sehr süß aus, das Fahrrad. Also wie ich jetzt mitgekriegt habe, die Aufkleber sind wirklich nur für den Korb und für den Puppenteil. Am Fahrrad direkt hier sehe ich überall ja welche. Ich glaube, ich habe auch, müsste auch jetzt, denke ich, nur die richtige Höhe haben. Ich wollte es ja nicht ganz so tief, oder? Warte mal, wir machen mal noch ein bisschen tiefer, sicherheitshalber. Meine Kleine ist ja noch nicht so groß. So, nur so eine Daumenbreite. Erstmal, höher können wir ja immer noch machen, das ist jetzt nicht das Problem. Oder tiefer, aber dass man vielleicht schon mal vorher die passende Höhe so anpeilt. Und ich denke mal, mittig ist eigentlich bis jetzt ganz gut, so Daumenbreite. So, es sieht auch echt süß aus, muss ich sagen. So, dann machen wir jetzt mal den Sattel drauf. Da kann Josie dann vernünftig festhalten, während ich die Stützräder an unter Pedalen anbaue. Ach, halt, nee. Ich habe ja ganz vergessen, wir müssen ja den Korb und das alles müssen wir ja auch ranbauen. Die Kleine killt mich, wenn ihr Korb und so nicht mit dran ist. So, also müssen wir den natürlich zuerst auch aufmachen. So. Und zwar kommt das dann nämlich zuerst drauf, oder? Ja, erst Korb, dann Klammer, dann Sattel. Hallo. Jetzt haben wir das dran, dann können wir jetzt die Klammer machen. Ja. Ich denke mal,
Das sollte relativ die passende Höhe sein. Obwohl, warte mal, ich habe da hier. Josi, guck mal, ob man alles sieht. Dreh mal kurz den Bildschirm um zu dir und guck mal, ob man alles sieht. Und dann müsstest du gleich helfen beim Pedale anschrauben. Einfach nur den Bildschirm umdrehen und wackel nicht so viel mit der Kamera. Gut, dann wieder Bildschirm umdrehen, dass ich was sehe. So, und dann kommt dazwischen. So, komm mal her kurz, Judy. Du musst jetzt mal das Fahrrad kurz festhalten. Und den Lenkrad, mit einer Hand Fahrrad, mit einer Hand Lenkrad. So. Hand weg. Welche Hand? Na, alle Hände weg. So, und das muss jetzt... So. So, und jetzt den Lenker so halten. Nee, nicht raufdrücken, du sollst ihn nur halten. Stopp. So. Nicht hochdrücken, so halten. So. Und gefällt dir das schon, das Fahrrad? Ja. Ah. Müssen nur noch hinten hier die Aufkleber rauf und vorne beim Korb müssen die Aufkleber rauf. Ja, und ja, da müssen wir Mama jetzt mal fragen, ob wir Stützräder ranbauen. Du musst auch einfach. Weil du kannst das schon. Wir haben das so schön geübt. Du kannst das schon fahren. Einfach nicht aufhören zu treten, dann klappt das eigentlich. Ja, das ist eins, ja. Ja, und ein bisschen Gleichgewicht, wenn sie sich dann drauf konzentriert, dass sie fährt. Ja, sie kann es doch. Sie kann es, aber manchmal nach einer Weile kriegt sie Panik, weil sie dann Angst hat, doch umzufahren. Aber normal. Pedal links angeschraubt. Ach, hier steht rechts drauf. Gut, denn, ja. Dann brauche ich mich nicht wundern, dass es nicht hält. Einfach ranschrauben? Einfach ranschrauben. In welcher Richtung? Im Uhrzeigersinn. Wie man Schrauben festschraubt. Oder? Schraubt man hier im Gegenzug? Warte mal. Deswegen bauen wir die auf, damit sie heute fahren kann. Jetzt habe ich's. Oder? Das ist wieder mein Kryptonit, ihr Winde. Ja. Mach du mal, warte mal, ich mach das fest. Ja.
Ich drehe mal um. Ich hab doch. Ja, lass doch mal bitte hier. Du machst die andere Seite. Ich hab's mit der Winde immer so. Dass da keiner. Dass da keiner. Dass da noch keiner was Neues erfunden hat. Es gibt halt Dinge, die manchmal jemand nicht kann. Nee, das passt nicht. Ja, und gerade die Größen, die habe ich hier nicht. Hätte ich mit dem Schraubenschlüssel schön festschrauben können. Naja. Geht nicht, oder? Vielleicht die Winde nicht richtig oder so. Ja, das wert jetzt, das können wir zurückschicken, weil wir Montagsfahrrad haben. Na, dann will ich ausflippen, ey. Wenn du noch alles abbauen musst, vorher. Ja, ich schleppe das aber nicht zur Post. Werkzeug geht aber auch nicht. Er biegt sich schon hier. Ich habe aber leider nicht den passenden dafür da. Das ist. Da habe ich hier eine 14, habe ich hier. Eine 14 ist es nicht. Kann ich bitte kurz versuchen, das wenigstens rein? Ja, mach ruhig. Und der nächste ist eine 17. Nee, ich mach das nicht. Und da muss meine Zange hin. Ich hatte da eine Spitzzange hier. Ach, hier habe ich es auch hingemacht. Das macht Kratzer. Versuch damit festzuhalten. Was? Ich kann da nichts festhalten. Warte, ich halte gegen. Nein, ich hab doch. Ich hab. Ich halte mich da nur fest, damit es nicht dreht. Kommt es ansatzweise rein? Nee, wa? Nein. Tut sich nicht. Na, warte mal, gib mal her. Dreh mal um das Fahrrad. Also die Winde ist hier drauf. Warte mal. Eine Ewigkeit später. So, wir haben den Fehler entdeckt. Wir haben falsch rumgeschraubt. Gegen den Uhrzeigersinn, nicht mit dem Uhrzeigersinn. So, also er steht. Jetzt müssen wir natürlich noch die Aufkleber raufkleben und das Stützrad. Aber wir machen erst die Stützräder. Da muss ich aber erstmal meine Frau fragen. Schatzi, mit oder ohne Stützräder? Ohne? Lass uns da mitmachen, damit du erstmal ein bisschen Vertrauen dazu fängst. Nein, wir haben auch angefangen ohne. Ja, wir hatten angefangen ohne. Ja, mit ja, so lernst du gleich ohne, so, ja. Dann kannst du aber nicht damit in den Kindergarten fahren, weil sie noch nicht richtig fahren kann. Dann musst du üben. Oder sie übt jetzt so fleißig. Dann versuchen wir es erstmal ohne Stützräder und dann mit. Dann müssen wir erstmal die Aufkleber ruf machen. So, Schatzi, du musst mir mal dann helfen beim Aufkleber rufkleben. Ich
Nein, der ist richtig rum. Der ist nach vorne gebeugt, der muss so sein. Oder? Ja. Nein, der ist richtig so. Durch den Puppenwagen, durch das kriegst du das doch nicht anders hin. Oder? So, dann machen wir den mal hier fest. So, dann müsste mir mal einer sagen, wo jetzt welcher Aufkleber hin soll. Oh, mein Bein ist eingeschlafen, ganz toll. Hier sind die Aufkleber. Ich habe Aufkleber 1 bis weiß ich was. Ach so, steht in der Anleitung. Müsste mal gucken, müsste da drinnen stehen. Soll ja auch schön aussehen. Weil hier steht nur Right Deck DX, Left SX, Right DX, SX Left, Right SX DX Left. Ich glaube, du siehst schon, wo das hin muss. Na, zeig mal hier den Karton. Das ist doch schon ziemlich grob. Papa, hier ist eine Anleitung. Wo ist eine Anleitung? Ach doch, da. Das ist Fahrrad abgebildet und die. So, dann halte mal fest. So. Okay, also 1 kommt da oben ran. 1 haben wir hier. Solltest du nicht Patrizia lieber machen? Ich krieg das schon hin. Ich werde da hier Aufkleber raufkriegen, oder nicht? Ich habe so zitterige Hände. Ich habe zitterige Hände. Sieht trotzdem toll aus. So, 1. Das ist aber auch cool, dass man das da wenigstens hingemacht hat. 2. 2 ist, 2 ist, 2 ist. Das. Kommt hier hin. Und dann haben wir noch Nummer 3. Oh. Kann man weiter höher setzen? Muss man weiter höher setzen? Ja, Jott. Das ist nicht wie wackelige Pfoten. So, und dann einmal umdrehen, Josie. Ein bisschen weiter vor. Ich muss noch da rankommen. Dino Bikes mit so einem Stern hinter, finde ich auch echt süß gemacht. So, haben wir 3, jetzt haben wir 5 und 6. Was soll denn da 5 und 6? Achso, vorne und hier beide. Achso, okay.
5 und 6, wo haben wir denn? Die müssen denn hier ran, an die. Okay. 4 haben wir auch noch. Wollen wir die 4? Nein, ich mache erstmal die großen. Machen wir erstmal 8 ist vorne und 7 ist an der Seite. 8 ist vorne. So, drehen wir einmal um. Ich brauche nach vorne. So. Wo jetzt? Warte mal kurz. 1, 2, 3, 9, 7 haben wir hier. 4, 9, 5, 8. So, genau. An der Seite kommt 7. Wo haben wir denn die 7? Die 7. Ach, die 7 ist ein Stern. Ja. Ich finde, da Fiona sich auch eigentlich. Ach, alles klar. Alles klar. Jetzt weiß ich's. Hier vorne? So, das ist einmal. Hier. Nee, andersrum. So rum. Oder? Warte mal. Stern nach oben, genau, und dann so im Halbkreis, so. So. Wo sind sie denn hin? Ach, da ist sie. So. Pieps! Ach, ich nicht? Okay, Entschuldigung. Ich spitz doch nicht mit deinen Verstecken. Mama soll Pieps machen. 9. Naja. Hat Mama sich so gut versteckt? Ja. Juli, du hast ja noch nicht lange gesucht. Du musst richtig ordentlich suchen. Schau hinter den Büschen. Ich such gleich mit. Oh, wo ist denn die Aufkleber hin? Ich hab doch gerade einen Aufkleber abgemacht. Ach, hier ist. So. Wohin? Halt mal still, bitte. Ich versuch das. Juna, guck mal in die andere Richtung. Von da bist du doch schon gekommen. Und hinter da warst du doch schon. Guck mal lieber in die Richtung. Ja, deswegen. Da hast du schon geguckt. Guck mal da. Da vorne, nee, da! Hinter allen Büschen, schau wo du möchtest. Einmal ums Haus gehen vielleicht oder so, umdrehen. Nee, noch nicht, nee, doch nicht ums Haus. Ich glaube, die spielen nur vorne. So, umdrehen. Nee, wieder zurück. So, vorne haben wir jetzt alles. Nee, Quatsch, die 4 haben wir noch. Die 4 muss noch vorne auf Schutzblech. Die 4. Wo haben wir die 4? Ich habe keine 4. Doch, hier haben wir eine 4. Ach, alles klar. So, warte mal. So, umdrehen. So, haben wir. Festhalten. So, jetzt haben wir noch 5 und 6. 6 kommt da vorne ran. Machen wir die 6. Die ist hier. So, das ist die 6. Nochmal gucken. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. 6 kommt nach vorne. Kommt zwar daran. So.
Hast du das geklebt oder war das? Das war schon. Das war schon, okay. So. Wo haben wir denn da? 6 haben wir geklebt, jetzt haben wir noch die 5, oder? Ja, 5 haben wir zweimal. Wo kommt die 5 hin? Auf Schutzblech? Hier ist es aber ein bisschen höher, oder? Das ist auch der Sattel höher, glaube ich. Da ist hier ein bisschen mehr Platz. Naja. Was ist denn? Was suchst du denn? Ach ja. Alles klar, das weiß ich, wo sie rankommen. Oh Gott! So, einmal Fahrrad bitte umdrehen. Ja, es ist gleich fertig, mein Schatzi. Aber vorsichtig, geh mal kurz aus der Kamera noch mal raus, Asi-Pupsi. Ich will es ja vorhin noch mal zeigen. So, Johnny, halt mal fest. Und wir müssen dann gleich noch Anprobe machen. Ja, aber das kannst du auch machen, wenn die Kamera aus ist. Okay? Ja, das machen wir, wenn die Kamera aus ist. So. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Das Fahrrad ist aufgebaut. Wir haben einen süßen kleinen Korb hinten für eine Puppe. Hier vorne kann sie Flaschen, was weiß ich, reinmachen. Wir haben die Aufkleber drauf, ein großer Teil der Aufkleber war. So, ich hoffe, das ist jetzt alles drauf auf dem Video. Weil ich hatte ja einen kurzen Cut gemacht, dann hatten wir weitergemacht und jetzt ist der Akku leer gewesen. Und manchmal hat meine Kamera die Angewohnheit, die Dateien dann kaputt zu machen. Der Camcorder hat sie damals halt wenigstens noch reparieren können oder so. Die Kamera leider nicht immer. Also Daumen drücken, dass die zweite Hälfte vom Aufbau fertig ist. Aber wir hatten sie ja fertig gemacht, da hat nur ein Pedal gefehlt und die Aufkleber. Die Aufkleber sind auch eigentlich fast alle dran. Wir haben nur vorne, müssen wir selber machen, hier an der Seite müssen wir selber machen. Könnt ihr auch natürlich weglassen, hier vorne, da, hier. Ist aber eigentlich auch selbsterklärend, wenn man für Dudis das auch sieht, was ich nicht gesehen habe. Meine Tochter hat sie gesehen. Auf dem großen Blatt, wo die Aufkleber drauf sind, ist hier eine Skizze, wo welcher Aufkleber raufkommt. Ich hoffe, ich kann das vielleicht ein bisschen zoomen für euch, damit ihr das sehen könnt. Ja, also praktisch da. Da ist das Ding zum Heuen. Da ist das Ding, wie die Aufkleber raufkommen. Ja, also, wenn man es weiß. Also, naja, ich habe es nicht gleich gesehen. Wir haben es jetzt so gemacht, wie es drauf ist. Man kann sie natürlich auch weglassen, wenn ihr sie weglassen wollt. Wir müssen uns jetzt nur noch das Lenkrad noch mal vornehmen. Ich glaube, das ist doch falsch mit der Beugung nach vorne. Müssen wir uns noch mal angucken, wie es auf dem Karton ist. Die Höhe habe ich perfekt eingemessen. Nee, muss weiter runter. Was ist das Lenkrad? Der Sattel. Wir haben gerade ja. Der Sattel muss weiter runter. Ja. Viel weiter runter oder nicht so viel weiter runter? 3 bis 5 cm. Na gut, dann habe ich auf Anhieb nicht gleich die richtige Höhe gefunden, aber fast die richtige Höhe. Die Kleine hat mir auch schon ein bisschen Probe gefahren in der Zeit, wo ich jetzt Akku gewechselt habe. Sie ist sehr begeistert, sie freut sich. Ja, dann müssen wir jetzt noch den Rest einstellen. Ist ein schönes Fahrrad. Link dazu werde ich euch in der Videobeschreibung machen. Ja. Wir lassen natürlich, die Pedale, die Stützräder lassen wir weg, weil die Kleine ja ohne Stützräder bis jetzt schon gelernt hat und wir wollen halt jetzt nicht Rückschritt machen, dass er halt weit, und die kann jetzt ganz gut damit, bei ihr ist es halt nur das Problem halt, wenn sie denn fährt, hört sie halt auf zu treten irgendwann und lenken und ohne treten immer geradeaus geht eine Witze bei der Jute und dann, ja, irgendwann ist halt die Geschwindigkeit nicht mehr da. So, ich hoffe, hat euch gefreut, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen, wir sehen uns im nächsten Video. Link, wie gesagt, zum Fahrradweg euch in die Videobeschreibung machen und dann vom Sponsor werde ich euch auch einen Link in die Videobeschreibung machen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi.